Servus ihr Lieben und herzlich willkommen beim nächsten Video auf meinem YouTube-Kanal MMA ohne Maske. Heute sprechen wir nicht schon mal traditionell über die nächste Fightcard Preview, sondern heute möchte ich mit euch die Informationen und mein Wissen teilen zum Thema das größte MMA-Projekt in Europa, Octagon Tipsport Game Changer. Und wir legen direkt los. Ich habe mir für euch hier eine übersichtliche Grafik vorbereitet. Es geht um ein Pyramidensystem in Weltergewicht, bedeutet 16 MMA-Kämpfer aus Europa werden an diesem Projekt teilnehmen. 8 davon werden die Stars, die werden eingesetzt von Octagon und 8 kommen von außerhalb, bedeutet, die werden Contender sein. Und das Ganze werden wir in 5 verschiedene Events mitverfolgen dürfen. Das Preisgeld von Octagon Game Changer ist 1 Million Euro. Aufpassen, bedeutet nicht, dass der den Sieger 1 Million Euro gewinnt. So, und hier habe ich mir die nächste Grafik für euch vorbereitet. Hier könnt ihr diesen Pyramidensystem besser verstehen und auch besser sehen. Bedeutet auch, wenn man in erster Runde ausschaltet, verliert, bekommt man 15.000 Euro. Leute, zieht euch das rein. 15.000 Euro für einen Kampf bei einem Game Changer. Und jetzt stellt euch eine Frage, was bekommt man bei UFC, wenn man einen ganz normalen Vertrag hat? Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, sind 12.000 Dollar plus 12.000 Dollar, wenn man gewinnt. Also in diesem Falle 15.000 Euro für die Verhältnisse in Europa, es ist unglaublich viel Geld. Sobald du in zweite Runde kommst, also bedeutet in Viertelfinale, sicherst du dir schon eine Prämie von 40.000 Euro. Halbfinale 80.000 Euro und allein auch wenn du im Finale von den Game Changer verlieren solltest, verdienst du 130.000 Euro. Der Sieger bekommt natürlich 300.000 Euro, bedeutet, er muss 4 Kämpfe auf seinem Weg gewinnen, um das Game Changer zu gewinnen und um das 300.000 Euro zu gewinnen. Was natürlich unglaublich ist und verrückt ist, weil wenn man das alles zusammenrechnet, 4 Kämpfe, 4 Siege, 300.000 Euro, dann bedeutet, du hast pro Kampf 75.000 Euro kassiert. Wahnsinn. Deshalb Game Changer. So, Friends, hier habe ich mir so ein cooles Wand aufgebaut mit den Teilnehmern von Tipsport Game Changer und natürlich den Kämpfern, die um das Preisgeld kämpfen werden. Und wir sagen uns ganz schnell ein paar interessante Infos oder ein paar interessante Sachen zu den Kämpfern. Wir fangen oben links an mit David Pink Panther Cosma. Das war der Weltergewicht-Champion bis noch vor kurzem. Zuletzt hat er gegen Kai Brito verloren. Bis dahin hat er seinen Titel 6-mal erfolgreich verteidigt. Christian Jungwirth, den müssen wir nicht unbedingt vorstellen für das deutsche Publikum. Sehr bekannter Name, genauso wie Christian Eckerlin. Von Christian Jungwirth und von Christian Eckerlin sind auch schon Gegner bekannt. Und wir werden dazu separate Videos machen mit Fightcard Previews. Also der Christian Jungwirth wird auf jeden Fall auf Tato Primera treffen und den Christian Eckerlin auf den Niederländer Van Suydam. Also die deutschen Jungs werde ich überspringen, weil ihr wisst schon mittlerweile mehr als nötig über die. Also wir machen weiter mit Bojan Veličković. Bojan Veličković ist einer der 3 Kämpfer, die Jiří Procházka schlagen könnten. Mati Kertész kämpfte schon 2-mal gegen David Cosma. Einmal davon war es ein Titelkampf bei Octagon in 77 Kilogramm, doch beide Kämpfe hat er verloren. Ganz oben rechts in Ecke ist mein Landsmann und ja, Mamen Pirat Krištofić, Samuel Pirat Krištofić. Er ist der Sieger von Octagon Challenge Staffel 2 und kämpfte genauso um den Titel gegen Cosma in Weltergewicht und hatte auch verloren. Außerdem kämpfte er auch schon gegen Patrick Kinzel um den Titel in Mittelgewicht und den Titel
Kampf hat er auch verloren. Machen wir weiter mit dem Niederländer Melvin van Suydam, der Gegner von Christian Eckerlin. Und er ist der Champion der größte niederländische Organisation LFL. So, weiter geht es mit einzigen Kämpfer, der außerhalb Europa kommt. Und das ist der Apollo Silva. Der kämpfte auch schon mal in Octagon um den Titel gegen David Cosma und er war auch nicht erfolgreich in den Titelkampf. Weiterhin folgt der Dene Gliesmann. Er wird von vielen favorisiert und er ist der Champion von dänischer Veranstaltungsreihe GTFP. Dann haben wir weiter Surdu, ein Kämpfer aus Moldawien und er ist die Nummer 1 in Weltergewicht in Rumänien. Dann haben wir Grieche Michaelidis. Er kämpfte vor kurzem noch bei UFC und auch gegen Alex Pereira, der Champion bei UFC in Mittelgewicht. Alex Lohore, der Killer Kid, repräsentiert Frankreich und er kämpfte auch schon in ein paar Titelkämpfe bei Octagon. Er kämpfte zweimal im Titelkampf in Mittelgewicht, einmal gegen Carlos Vemola und einmal gegen Patrick Kinzel. Beide Titelkämpfe hat er verloren. Es bleiben noch die letzten vier Kämpfer. Pole Sivic, er ist der Champion bei Babylon MMA. Das ist eine der besten polnischen Veranstaltungsreihen. Und jetzt kommen wir zu einer absoluten Legende, die bei Octagon kämpft und bei den Game Changer teilnimmt. Und das ist der Hathaway, der Hitman. Den können viele von euch noch von UFC-Kämpfen kennen. Bei UFC hat er Kampfbilanz von 7-2. Er kämpfte nach 8 Jahren Pause erneut. Und wo? In Deutschland, in Frankfurter Festhalle bei Octagon 36. Und dort ist es ihm gelungen, ein sicheres Sieg einzuholen. Das wird ein sehr, sehr, sehr interessanter Kämpfer sein bei Octagon, bei dem Game Changer. Und er hat immer noch ein gültiges Vertrag mit UFC. Dann weiterhin folgt der Spanier Tato Primera. Das ist der Gegner von Christian Jungwirth. Und wie ich schon mal gesagt habe, dazu werden wir uns ein separates Video machen, Fight Card Preview. Eine interessante Sache zum Tato Primera, er hat zum Beispiel den Kalaschnik besiegt und Kalaschnik hat zum Vergleich den Christian Jungwirth besiegt. Und der letzte Teilnehmer ist der Georgia Gogoladze. Ich nenne ihn Finisher, er nennt sich Sniper. Warum wohl? 10 Siege in der ersten Runde. Georgiens Nummer 1 in Weltergewicht und im Jahr 2022 kämpfte er sogar um den UFC-Vertrag bei Dana White Contender Series. Das waren die Teilnehmer oder das sind die Teilnehmer von Tipsport Game Changer Octagon. Es sind auch schon die Kampfpaarungen bekannt. Über die möchte ich noch nicht sprechen. Wir werden es genauer eingehen. Also die zwei Kampfpaarungen, die uns natürlich interessieren, das ist das Kampf von Christian Eckerlin und Kampf von Christian Jungwirth, werden wir detaillierter in Fight Card Preview besprechen. Was nochmal interessant ist, dazu zu sagen, die Kampfpaarungen, die wir jetzt schon alle kennen, die würden nicht ausgelost, sondern dort würde ganz normal Matchmaking betrieben. Bevor ich aber hier loslege und euch die Informationen weitergebe, möchte ich nur sagen, die Informationen, die ich habe, kommen aus meiner Heimat, aus Tschechien oder aus der Slowakei, aus verschiedenen Podcast-Folgen und selber auch von Podcast-Folge von den Promoter von Octagon, von Andrzej Nowotny. Also es sind keine Vermutungen in diesem Fall, sondern es sind Infos von Podcast-Folgen. Und hier auf dem Bild sehen wir Ostrava Octagon 40. Das ist der Ort, wo das Ganze geschehen wird. Dort werden 8 Kämpfe der Octagon Game Changer stattfinden. Und außer diese 8 Kämpfe werden noch 2 Ersatzkämpfe dazukommen. Plus ein Superfight. Die 2 Ersatzkämpfe dienen dafür, sollte sich einer der Teilnehmer irgendwie verletzen, dann gibt es einen Ersatzkampf
und der Sieger von dem Ersatzkampf kann er den Kämpfer, den verletzten Kämpfer in nächste Runde eventuell versetzen. Also nochmal, insgesamt Octagon 40, 8 Game Changer Kämpfe plus 2 Ersatzkämpfe zum Game Changer und ein Superfight. Also 11 richtig kranke Kämpfe bei Octagon 40 dabei. Ganz sicher fragt ihr euch, wie geht es dann weiter? Wie geht die nächste Runde weiter? Wie sieht die Viertelfinale aus? Wie wird das dann ausgelost? Wie wird das Ganze ablaufen? Und ich habe mir den Podcast mehrmals angeschaut und ich habe die Infos für euch. Es wird folgendermaßen ablaufen. Und zwar, Octagon hat was Ähnliches schon mal veranstaltet in Corona-Krise und das hieß Octagon Underground. Gab es damals auch ein Pyramidensystem-Turnier? Und wie es hier in Ostrava ablaufen sollte, folgendes. Die Sieger, die 8 Sieger von der ersten Runde, werden direkt nach der Veranstaltung in einen Raum oder eine Halle gebracht. Und dort wird ganz normal Kamerateam, das wird alles aufgenommen und wird übertragen bei YouTube von Octagon. Und es wird super interessant sein. Denn Promoter von Octagon meinte in der Podcast-Folge, es sollte genauso ablaufen wie bei Underground, wie damals bei Underground Pyramide. Und damals ist es so abgelaufen, die alle 8 Sieger, deren Namen würden in so eine Kindereierverpackung reingetan und in einen Korb geschmissen. Und ich weiß nicht, ob es jetzt auch tatsächlich so sein wird oder etwa anders. Damals kam eine Dame, eine ehemalige Kämpferin, und hat sie die Namen den Siegern ausgelost. Die Namen würden sortiert von Nummer 1 bis Nummer 8 auf der Tafel. Ja, zum Beispiel Jungwirth, Eckerlin, Velichkovic, Kosma und so weiter und so fort. Von 1 bis 8. Und dann kommt der jeweilige Kämpfer, die Nummer 1, und stellt sich zu der Wand, wo steht auch die Nummer 1. Ja, dann kommt der zweite Kämpfer, der in der nächsten Runde gekommen ist, und kann sich nämlich an der Wand seinen Platz aussuchen. Entweder er stellt sich, also er kann sich auch schon mal seinen Gegner aussuchen, und zwar die Nummer 1, oder er kann sich auf eine freie Stelle stellen und dann einfach weiterhin warten. Jetzt angenommen, er stellt sich auf die Nummer 2. Dann kommt der dritte Kämpfer und der dritte Kämpfer kann sich schon mal entweder eins von den beiden Kämpfern aussuchen oder auf die freie Platz Nummer 3 hinstellen. Angenommen, er stellt sich auf die Nummer, auf den Platz Nummer 3. Dann kommt der vierte Sieger und er kann sich wieder mal aussuchen. Eins von den drei Kämpfern, er kann über sein Schicksal mehr oder weniger selber entscheiden. Ja, da wird sehr viel Taktik betrieben, ganz sicher, deshalb wird das super interessant für uns sein. Oder er kann sich das vierte und das letzte Platz aussuchen. Sobald der fünfte Kämpfer kommt, ihm bleibt kein anderes Wahl. In diesem Moment, ne, wenn wir das so wahrnehmen, dass alle 4 Plätze sind belegt, er muss sich einer von den 4 Kämpfern aussuchen. Dann hätten wir schon mal das erste Kampfpaarung für das Viertelfinale. Der sechste Kämpfer kann sich natürlich nochmal von den restlichen 3 aussuchen. Siebte Kämpfer von den restlichen 2 und den achten Kämpfer bleibt natürlich die Arschkarte und er muss sich den letzten Kämpfer aussuchen. Und es kann natürlich auch sein, dass sein Gegner der stärkste sein wird, weil die Jungs davor werden ihm eventuell aus dem Weg gehen wollen. Aber wie gesagt, das kann super interessant sein. Ihr müsst euch vorstellen, die Nummer 1 kommt, stellt sich auf den Platz Nummer 1. Und der zweite kommt, kann sofort wählen. Er sagt, hey, den will ich. Dann stellt er sich zum Nummer 1. Ne? Und dann kann der nächste kommen und sich freie Platzwahl nehmen. Und so wird das für uns Zuschauer super interessant, es zu beobachten, wie sich die Kampfpaarungen entwickeln. Und die Kämpfer werden mehr oder weniger selber über deren Schicksal bestimmen. So, Friends, es wird einfach nur Taktik betrieben. Viele Jungs werden den Weg suchen, wie sie in weitere Runde kommen. Es sind alle 16 komplette Elite-Kämpfer aus Europa. Da kann man nichts aufsetzen, da ist kein schwacher Gegner. Und ich kann jetzt etwas spekulieren. Zum Beispiel jetzt angenommen, kommen beide unsere deutschen Kämpfer in der zweiten Runde. Dann könnte natürlich aber auch passieren,
dass sich Christian Eckerlin eventuell den Christian Jungwirth aussucht oder der Christian Jungwirth sich den Christian Eckerlin aussucht. Und das wird nämlich ein sehr interessanter Moment und sehr interessanter Punkt für uns, das Ganze zu beobachten. So, meine liebe Friends, ich danke euch auf jeden Fall für das Zuschauen. Ich hoffe, ich könnte euch die Octagon Game Changer Regeln etwas näher bringen, dass ihr da ein bisschen Licht habt, dass ihr wisst, wie es abläuft und funktioniert. Natürlich können sich im Laufe des Turnieres ein paar Sachen ändern, aber die Infos, die ich hatte, habe ich euch weitergegeben. Wie gesagt, das ist alles von Podcast-Folgen in meiner Heimat und das wollte ich euch unbedingt mitteilen. Das Video geht zum Ende. Ich habe es geschafft, auch mit meiner Nasennebenhöhlenentzündung. Ihr könnt das hören nach meiner Stimme, aber es gibt keine Ausreden. Einfach nur weitermachen. Freunde, ich danke euch nochmal fürs Zuschauen und noch eine Sache. Cooles T-Shirt am Start, ne? Neues T-Shirt von MMA ohne Maske und wir haben noch so ein geiles Teil produzieren lassen, Cappies, ne? Die sind richtig geil, sitzen auch geil, sind richtig coole Teile, sowohl das T-Shirt auch wie die Cappy. Und ja, im Sommer ist es soweit, wenn ihr mich und das Podcast und das YouTube natürlich auch unterstützen wollt, könnt ihr euch gerne sowas bei mir bestellen. Schreibt mir einfach mal hier unten bei Instagram MMA ohne Maske und Bestellung geht auf jeden Fall raus. Nicht vergessen, ganz wichtig, abonnieren, kommentieren, liken und die Glocke aktivieren. Somit verpasst ihr keine weiteren Videos, Freunde. Und wir dürfen uns natürlich beim nächsten Video wiedersehen.